Zuschauer von Elbkick TV, sportfrei! Geht los? Ein Elbkick TV Jahr geht wieder einmal vorbei. Gerade sitzen Gewehr bei Fuß, Eitelkeit und Taktgefühl bei unserem Moderator. Klatsch mal bitte nochmal. Nochmal? Ja. Jetzt verarschst du mich aber, oder? Nein, lieber Herr Rohrberg, hier wird doch keiner verarscht. Es sei denn, er steht ein bisschen auf dem Schlauch. Dynamo machte gegen den Freistoß von Union was? Verstehen Sie was vom Fußball? Nee. Nicht? Ich bin bestört. Nee. Bildete eine Ach so, eine Mauer. Ja, gut, klar. Nee, ich dachte, er ist irgendwas Schlitzohriges. Habe ich gerade überlegt, was kann man Schlitzohriges machen? Ja, der Bauer bildet eine Mauer, klar. Bildet eine Mauer. Hat er das gesagt so? Ich bin bestört. Ja, das hat er so gesagt. Nicht nur die Moderatoren sind manchmal von der Rolle, auch die Gäste drehen im wahrsten Sinne des Wortes durch. Ja! Komm schon! Komm, ist das alles oder was? Ist das alles? Komm her! Aller Anfang ist ja bekanntlich schwer. Das beweisen auch unsere griechischen Schönheiten vom Blau-Weiß-Ellers. Ich darf. Ja, du hättest doch einen Namen. Natürlich musst du dir hier vorstellen. Okay, also. Ich kann nicht. Ich kann nicht ansagen. Aber auch die Frage der Sendezeit müssten wir nochmal genauer klären. Jetzt ist live und wir nehmen es auch nochmal auf. Und sehen wir uns jetzt auch hier? Wir sehen uns jetzt auch. Alle? Toll, alle. Hallo. Ja moin, lieber Eugen. Naja, wenn der Experte es nicht weiß, wann es losgeht, dann kann der Gast es schon recht nicht wissen. Hey, tschüss und auf Wiedersehen. Kann ich noch jemanden grüßen? Jetzt ist es zu spät. Ach so, ja, okay. Ach ja, unsere griechischen Mädels hatten natürlich auch noch einen zweiten Versuch. Christina Xeniku von Blau-Weiß Ellas. Elena Riziotti. Und wir spielen Fußball. Und wir tippen den achten Spieltag. Scheiße. Ne? Ja, okay, war gut. Ja, sorry. Aber alles halb so wild, denn die Technik spielt uns auch ja gerne mal einen Streich. Also zumindest glauben wir das. So, was? Sag mal. Ich höre nichts, Digga, warum will ich nicht? Sag nochmal. Hey, Baby. Ich will noch nicht gehen. Man hört nichts. Nein, man hört wirklich nichts. Hier klappt der Ton, aber die Abmoderation nicht so ganz. Hören Sie mal, welch Schadenfreude beim Gast entsteht. Das war René Palm vom FC Schnelsen, ein erfahrener Torwart, der bei. Wollt ihr nervöser? Aber Vorsicht, Vorsicht! Wer zuletzt lacht, der lacht ja bekanntlich. Mich auch so nicht im Bild, ne? Ach, also hinsetzen und Klappe halten. Das war René Palm vom FC Schnelsen, ein erfahrener Torwart, der bei seiner Vereinswahl dem Ruf des Geldes gefolgt ist und in Zukunft als Torwarttrainer durchstarten möchte. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei beim Elbkick TV Talk. Tschüss und auf Wiedersehen. Ja, was ist denn jetzt los? Erst das große Mundwerk und am Ende nicht mal ein Lob. Fußballer sind reine Gentlemen. Darauf erst einmal Prost. Prost auch auf den dritten Versuch unserer griechischen Mädels. Vorhang auf. Und wir tippen den achten Spieltag von... Das kann nicht angehen, ne? Und wir tippen den achten Spieltag... Naja, was lange dauert, wird ja meistens auch gut. Dafür hat Elbkick TV immer Gäste, die Klartext sprechen. Ich glaube, Tinas Topal ist so weit weg von der Mannschaft im Moment, wie die Erde zur Sonne steht. Einfach zu verstehen und schnell zu verkuppeln, Elbkick TV macht seine Gäste zu Stars. Ich wurde öfters mal dann angesprochen, wenn ich mal privat unterwegs war, in einem Restaurant oder so. Sie waren doch im Fernsehen letztes Mal und das ist gut angekommen. Stars sind mittlerweile auch unsere griechischen Mädels. Bitte! Und wir tippen den achten Spieltag von der Kreis... Du musst es machen. Wir schaffen das nicht irgendwie. Der Kreisliga ist doch nicht so schön. Kreisliga West. Genau.
Kreisliga West. Noch schnell der Mikrotausch und auf in Runde 5. Glückwunsch und Applaus. Ansonsten sollte man einfach mal den Kopf frei machen. Ja, ist alles okay. Ja, ja, so ist das nun mal bei Elbkick TV. Wir wünschen euch alles Gute für das neue Jahr. Feiert schön und bleibt gesund. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Test, Test, Test. Ja, Elbkick hier ist weiter, dass du mich raus. Feierst! Tschüss. Also Oliver Kahn erzählt immer, dass er das Tier im Tor ist. Jetzt werden wir das Tier im Tor sehen.